Potsdam. Eine Stadt mit Vergangenheit. Einst Residenz preußischer Könige und deutscher Kaiser. Abseits der Altstadt ein Zweckbau aus den späten 60er Jahren. Direkt daneben ein merkwürdig leerer Platz. Hier stand über 200 Jahre lang eine Kirche. Die Garnisonkirche. Nicht irgendeine Kirche. Für viele war sie Preußens Herz, ein Mythos. Bis heute wird sie leidenschaftlich verehrt von den einen und verteufelt von den anderen. Die Garnisonkirche gehört zum Stadtbild, wie der Michel zu Hamburg und die Frauenkirche zu Dresden. Sie ist missbraucht worden für Ideologie. Kein Krieg, der nicht da drin ausgerufen worden ist, kein Krieg, der nicht da drin gefeiert worden ist. Und es ist schließlich ein Ort, an dem man angestoßen wird, geradezu genötigt wird, auch ein bisschen über Geschichte nachzudenken. Potsdam, 14. April 1945. Seit Jahren tobt der Zweite Weltkrieg in Europa. Hitlers Untergang, die Niederlage Nazi-Deutschlands ist absehbar. Vor den Toren des zerbombten Berlins aber scheint das alte Potsdam den Krieg unbeschadet zu überstehen. Schlimm wurde es dann, als die immer wieder Luftlagemeldungen kamen, wo es hieß, also feindliche Bomberverbände, Angriff auf die Reichshauptstadt. Da machte man sich schon Gedanken, kommt es immer näher, kommt es auch auf uns zu. Achtung, Achtung! Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig. Wir kommen wieder. An diesem 14. April sind 724 Flugzeuge der Royal Air Force im Anflug. Ein Bomberstrom von 50 Kilometern Länge. Das Einsatzziel Potsdam. Um 22.39 Uhr werden die ersten Bomben ausgelöst. In nur 20 Minuten über 1.700 Tonnen Bomben. Das Primärziel, der Bahnhof. Die Altstadt und die Garnisonkirche, Kollateralschäden in der Sprache der Militärs. Wir sind aus dem Haus gegangen und sahen dann über Potsdam offensichtlich, im nordnördlichen Bereich liegend, einen hellen Lichtschein. Es war klar, das musste also in unmittelbarer Nähe, also in Potsdam, etwas Fürchterliches passiert sein. Die englische Luftwaffe meldet nach dem Einsatz, Potsdam existiert nicht mehr. »24 Tage später ist der Krieg aus.« Der Turm der Garnisonkirche war ja eben auch von außen relativ gut erhalten. Das hat man erkannt. Aber sonst war natürlich im Zentrum waren nur Ruinen zu sehen. Sie war kaputt, wie alles drumherum kaputt war. Und man sagte, dass sie nicht direkt getroffen worden ist, sondern dass der Brand zur Garnisonkirche rübergegangen ist. Es wurde sofort Schutt beseitigt und der wurde dann in den Kanal geworfen. Meine Eltern kamen ja nach 1945 nach Potsdam aus Schlesien und mein Vater hatte das Haus neben der Garnisonkirche gekauft. Die stand ja noch, aber oben der Turm war natürlich runtergebrochen und es lag sehr viel Schutt vor dieser Kirche. Und ich war ja damals, ich bin ja 1949 erst geboren und die Garnisonkirche stand zur rechten Hand. Und gehörte zu meinem Leben. Da war unten eine kleine Kapelle, die ausgebaut worden ist. Da sind wir sonntags immer hingegangen mit meiner Großmutter zum Gottesdienst. Ich sang so unheimlich gerne in diesem Raum. Und die Garnisonkirche, ja, da fand alles statt. Also die goldene Hochzeit meiner Großmutter. Meine Konfirmation. Die Hochzeit meiner Tante. Also da war richtig Gemeindeleben. Doch die Tage der Garnisonkirche sind gezählt. Die SED hatte beschlossen, dass sie dem sozialistischen Aufbau Potsdams im Weg steht.
Deshalb wird sie 1968 gesprengt. Sie soll aus dem Gedächtnis der Menschen verschwinden. Über die Sprengung wird ein Lehrfilm gedreht, der bis 1990 unter Verschluss bleibt. Er rechtfertigt die Sprengung. Die DDR-Führung hasst diese Kirche wegen ihrer Geschichte. 21. März 1933, Tag von Potsdam. Adolf Hitler wurde Reichskanzler. Es war der Anfang vom Ende, auch für die Garnisonskirche. Das war das Erbe des Faschismus, jener letzten historischen Variante des Preußentums. Hinterher erschien uns allen das Ganze fast wie ein nachvollzogener Schlussstrich unter ein nicht allzu rühmliches Kapitel deutscher Geschichte. Der Tag von Potsdam als Grund der Sprengung, ist das stimmig? Am 21. März 1933 saßen die Deutschen gebannt an ihren Radios. Bericht von der feierlichen Eröffnung des neu gewählten Reichstags. Potsdamer Garnisonkirche, das ist ein Begriff, der zu innerer Haltung zwingt. Sie hören das Heil rufen, die Abgeordneten, die aus den Kirchen in die Garnisonkirche in geschlossenem Zuge gehen. Da, jetzt sehen Sie, da kommt der Reichskanzler, der junge Reichskanzler, Adolf Hitler. Am Ende ein Foto, das Geschichte macht. Hitler schüttelt Hindenburg die Hand. Ein Meisterstück der NS-Propaganda. Das Bild von Hitler und Hindenburg bedeutete für die Propaganda in der nationalsozialistischen Zeit enorm viel. Denn es zeigte den Menschen, Hitler ist nicht irgendein schlimmer Mensch, sondern er ist der würdige Nachfolger der preußischen Herrscher. Hitler hatte die Garnisonkirche offensichtlich für dieses Bild, dass er sich vor dem Präsidenten verneigt und von ihm sozusagen jetzt die Macht übernimmt, gewünscht. Der Tag von Potsdam ist Schulstoff und er passt so wunderbar in eine Geschichtserzählung, die Hitler als den großen Verführer der Deutschen und die Nationalsozialisten als eben konsequente Verführer und Dämonen zeichnet. Und da gibt es kein besseres Bild, keine andere Ikone eigentlich in dem Maße, in dem man den Händedruck von Potsdam sieht, wie sich ein luziferisch schielender Hitler vor Hindenburg verneigt. Und man weiß doch, es ist der Gefreite, der die Macht hat. Und der Marschall steht nur so tumm daneben. Um den Mythos Garnisonkirche zu verstehen, muss man tiefer in ihre Geschichte einsteigen. Welche historischen Wahrheiten stecken hinter den Legenden, die die Kirche umgeben? Ein Schlüssel zu ihrer Geschichte, die Tafel über dem Eingang. König Friedrich Wilhelm hat diesen Turm nebst Kirche erbauen lassen. 1713 kommt Friedrich Wilhelm auf den Thron. Weil er alles Militärische liebt, macht er Brandenburg-Preußen zu einem Militärstaat und damit zu einem Machtfaktor in Europa. Der Vater war eben, Friedrich I., war eben sehr ausgiebefreudig und hat den Staat praktisch ruiniert. Nicht? Und sein Nachfolger, der legte natürlich ein absolutes Kontrastprogramm auf, hat dann also, wie Sie ja wissen, der hat also den Silberschatz verkauft, hat überflüssige Karossen, hat das Ganze verkauft, hat den Hofstaat auf ein Minimum reduziert und hat dann danach ja bei seinem Tod seinem Nachfolger ich glaube 40 oder 50 Millionen Gulden oder Taler als Staatsschatz übergeben können, nicht? Der Soldatenkönig wird nie einen Krieg führen und er warnt seinen Sohn davor, jemals einen Angriffskrieg zu beginnen. Für seine langen Kerls und das übrige Militär will er eine Kirche. Friedrich Wilhelm will nicht durch Prunk und Schlösser in Erinnerung bleiben, sondern als christlicher Herrscher. Die Verbreitung des christlichen Glaubens gilt ihm als vornehmste Aufgabe. So lässt er Kirchen bauen. Thron und Altar bilden in seinem protestantischen Preußen eine Einheit. Seine Lieblingsresidenz, Königs Wusterhausen, 50 Kilometer östlich von Potsdam. Hier plant er seinen Lieblingsbau, die Garnisonkirche.
In nur 5 Jahren Bauzeit wird die Kirche hochgezogen. 1735 ist sie vollendet. Das ist ein Paradebeispiel für große Kunst. Wenn das nicht abgekupfert und plakativ irgendwo übernommen worden ist, nachgemacht aus irgendeiner holländischen Kirche oder irgendeiner Babab, sondern es sind eben wirklich, und das ist große Kunst des Architekten Philipp Gerlach gewesen, verschiedene Vorbilder zu einem einzigartigen Form, die es nur in Potsdam gab, zu verschmelzen. Alte Stiche vermitteln lediglich einen vagen Eindruck vom damaligen Potsdam. Erst die Rekonstruktion mit dem Computer zeigt die Komposition des städtebaulichen Gesamtkunstwerkes. Zwischen dem Schloss des Königs und seiner Kirche liegen nur 500 Meter. Der 88 Meter hohe Turm überragt die Stadt. Solche Kirchtürme baut man sonst nur in den Niederlanden. Obenauf glänzt die königliche Wetterfahne. Der Kanzel gegenüber die Damenloge für die Königin. Eine Etage darüber die Königsloge. Ein Riesenraum mit, ich glaube, fast 3000 Sitzplätzen. In 4 Emporenrängen, wenn die voll war, hat das Dimensionen von einer Rockkonzert angenommen, weil so viele in diesem Raum waren. Friedrich Wilhelm I. hat sich seinen Sitz in der Garnisonkirche selber gezimmert, getischlert, gedrechselt. Und das war ein einfacher Schemel. Und das war für die Zeit eine Provokation sondersgleichen. Je größer der Stuhl, je dicker die Armlehnen, je kleiner der Stuhl, je wackeliger der Stuhl, je weniger zum Anlehnen man hat, desto unwichtiger ist man. Na, da werden also Standesgrenzen oder Standespositionen anhand von Stühlen klar gemacht. Die letzten Jahre saß der kranke König im Rollstuhl. Nun wurde eine Rampe zur Königsloge gebaut, damals einzigartig in einer Kirche. Das barocke Prunkstück, das königliche Monument. Dort thront das Auge Gottes, dahinter die Orgel, darunter die Kanzel, darunter die Königsgruft. Vom Innenraum der Kirche gibt es nur ein paar Bilder. Auf ihnen basiert diese Computeranimation. Sie zeigt erstmals den ursprünglichen Bauzustand. Eine typisch reformierte Kirche. Hell, weiß, schlicht. Keine Bilder, kaum Pomp. Kanzel und Predigt im Mittelpunkt. Ortswechsel. Unter dem Berliner Dom in der Hohenzollerngruft. Hier ruhen Mitglieder der königlichen Familie. Prunk noch im Tod war auch im Hause Preußen üblich. Anders in Potsdam, die Gruft des Soldatenkönigs. Schlichter geht es nicht. In der Garnisonkirche wollte er dereinst ruhen. 2 Marmorsarkophage ließ er anfertigen, für sich und seine Frau. 1740 stirbt er. Der letzte Wille seiner Witwe? Zu ihm in die Gruft will sie nicht. Zu tyrannisch war der Gemahl zu Lebzeiten. Deswegen verschwindet der 2. Sarkophag. Der König bleibt allein. Sophie Dorothea ruht seit 1757 in der Berliner Hohenzollerngruft bis heute. Der gemeinsame Sohn Friedrich wird später der Große genannt. Zwar glaubt er an einen Gott, verspottet aber als aufgeklärter Monarch Pfaffen und ihre Kirchen. Die Kirche des Vaters, die Garnisonkirche, wird nie seine. Die preußischen Siege werden dennoch hier gefeiert. Ein Stummfilm von 1928. Friedrich der Große, noch keine überlebensgroße Führerfigur, die er im Tonfilm der NS-Zeit werden wird. Hier stirbt ein Mensch. Krank,
einsam und verbittert. Friedrich der Große, das ist ja auch klar, wollte auf keinen Fall in die Garnisonkirche. Das Verhältnis zu seinem Vater muss wohl lebenslang schwer gestört gewesen sein. Also die Vorstellung nun an diesem, ich sag's jetzt wohl doch etwas, ich hoffe übertrieben, gehassten Vater, nun auch noch im Tode zu ruhen, war also auf gar keinen Fall gewünscht. Er wollte in Sanssouci, auf der obersten Terrasse, da hat er sich beerdigt werden, da hat er sich auch eine Gruft graben lassen, auch ganz genau in seinen politischen Testamenten immer wiederholt, da oben möchte er liegen. Und das ist dann seinem Nachfolger, also dem Neffen, dann bewusst missachtet worden. Der hat aus diesen Anweisungen, dass diese Beerdigung in allerschlichtester Form beim Schein einer Laterne und ohne dass mir jemand folgt, ein riesiges Staatsbegräbnis gemacht. Und wo? In der Garnisonkirche, neben seinem Vater. Erst als der Zinnsarg Friedrichs des Großen 1786 neben dem Sarkophag des Soldatenkönigs aufgestellt wird, entsteht der eigentliche Mythos der Garnisonkirche. So gegen 1800 ist die Garnisonkirche langsam zu einer Wallfahrtsstätte geworden. Man war unzufrieden mit der Zeit. Man merkte, dass politische Unruhen immer weiter um sich griffen und man sehnte sich nach einem starken Mann. Sowas kennt man ja in der Geschichte öfter. Und ich glaube, das hat sehr dazu beigetragen, den Nachruhm Friedrichs des Großen größer werden zu lassen. Und so hat sich also seine Ruhestätte zu einer Art Wallfahrtsstätte für jeden guten Preußen entwickelt. Nicht Preußen, sondern Frankreich dominiert um 1800 Europa. Napoleon erobert den Kontinent und Preußen bricht zusammen. Napoleon besetzt Berlin, er besucht Potsdam, er nächtigt im Potsdamer Stadtschloss und besucht natürlich den Sarg Friedrichs des Großen und lässt das breit inszenieren. Die französischen Medien verbreiten, der Kaiser steht vor diesem Feldherrnkönig Friedrich von Preußen. 1945, der letzte Durchhaltefilm des Dritten Reichs. Die Garnisonkirche als Preußens Herz. Große Szene in der Gruft. Napoleon verbeugt sich vor Friedrich dem Großen. Pathetische Inszenierung eines berühmten Ausspruchs. Frédéric le Grand. Friedrich der Große. Serais-je là si tu vivais encore? Doch hat Napoleon diesen Satz wirklich in der Garnisonkirche gesagt? Monsieur! Ein Dokument in der Berliner Staatsbibliothek bezeugt etwas anderes. Der Kammerdiener Tamanti zeigt Napoleon im Potsdamer Stadtschloss einen Degen Friedrichs des Großen. Der Kaiser nahm den Degen in die Hand, wobei er sagte, wenn der König noch lebte, der diesen Degen getragen hat, würden wir uns nicht hier befinden. Am Nachmittag besucht Napoleon die Gruft der Garnisonkirche. Tamanti notiert, nachdem er das Grabmal lange schweigend betrachtet hatte, sagte er, wenn man auch tot ist, so ist doch der Ruhm unsterblich. Heute nahezu vergessen, die Garnisonkirche wurde, ein paar Jahre später, ein Schauplatz früher Formen von Demokratie in Preußen. 1809 wurde hier die Amtseinführung des ersten frei gewählten Potsdamer Magistrats feierlich vollzogen. Diese Stadtverordnetenversammlung trat in der Garnisonkirche zusammen, ganz einfach, weil die ganze Sache ja eben diese Tribünen hatte, diese Ränge hatte, dieses Gebäude erstens groß genug war, um so eine feierliche Eröffnung, das ist ja ein neues Geschichtskapitel, was in Potsdam aufgeschlagen worden ist und ganz Preußen, dass es jetzt eine kommunale Selbstverwaltung gibt und die auch eben demokratisch abgesichert und legitimiert wird. Und da ist natürlich auch dieser Rahmen der richtige. Schließlich wird Napoleon mit Hilfe der Preußen endgültig besiegt. Die Garnisonkirche wird auch zur Ruhmeshalle
Erbeutete Fahnen werden als Trophäen ausgestellt, eine übliche Praxis in den Hofkirchen Europas. Die Zeit des Biedermeier. 1827 widmet der Maler Karl Hasenpflug der Garnisonkirche ein großes Bild. Beim genauen Hinsehen ist auf diesem das ganze bürgerliche Leben rund um die Kirche wie in einer Zeitkapsel festgehalten. Es gab von Anfang an auch eine Zivilgemeinde. Das waren überwiegend Leute, die in der Gegend wohnten, wo die Kirche stand. Und es gab allerdings da einen eng begrenzten Raum. Aber das waren ganz normale Handwerksleute und Arbeitsleute, die dort zum Gottesdienst gingen. Als Hofkirche war sie aktiv in Zeiten, wo Konfirmationen anstanden und so etwas. Die meisten Hohenzollernsprosse sind also dort getauft und auch konfirmiert worden. Nach 1871 steigert sich der Kult um Friedrich II. Ins Groteske. Christus gleich steht er von den Toten auf, entsteigt der Gruft, Friedrich als Erlöser. Der Friedrich-Kult als preußisch-protestantische Staatsreligion. Kaiser Wilhelm II. Liebt diese Kirche und lässt sie neobarock aufrüsten. Kirchenkult, nicht zuletzt, weil hier sein Ahnherr ruht. Um 1900 überall der Rückbezug auf Fridericus Rex, die Garnisonkirche als zentraler Ort für preußische und nationale Identität. Soldaten kostümiert in der Art des 18. Jahrhunderts. Wilhelm II. Liebte sowohl den Prunk als auch die große Geste. Und ich denke, das hat damit zu tun, dass er die alten Uniformen nachmachen ließ und dann seine Soldaten damit aufmarschieren ließ, allerdings nur zu besonderen Gelegenheiten. Aber es ist schon eine etwas merkwürdige Sache. Er war eben etwas theatralisch veranlagt. Wenn man es ernst nimmt, war es natürlich auch der Versuch, dieses neureiche Deutschland, dieses imperiale Kaiserreich, was nun so expandierte, auch wieder historisch zu verankern. Auch 1914 paradiert man im Schatten der Garnisonkirche in friderizianischen Uniformen. Am 1. August erlebt der 19-jährige Wilhelm Castan den Kriegsausbruch in Potsdam. Ein Sohn aus gutem Hause. Der Vater ist im Jahr zuvor gestorben. An die Mutter schreibt er: Gestern Vormittag war ich in der Garnisonkirche in Potsdam zum Gottesdienst. Der bekannte Hofprediger Vogel redete. Die Kirche war bis auf den letzten Raum gefüllt. Der Pastor sprach in wunderbar markiger Stimme, die auf jeden großen Einfluss hatte. Gerne würde ich mich als Kriegsfreiwilliger melden. So wird er einer jener, die jubelnd in den Krieg ziehen. In so einer Predigt, die Vogel gehalten hat, wird bestimmt auch das ausgewertet worden sein, dass man sagt, ihr zieht für euer Vaterland in den Krieg. Euer Vaterland ist das Wichtigste, was es gibt. Es ist Gott gewollt. Und Deutschland fühlte sich ja als von Feinden umzingelt. Und ich glaube, dass man das den jungen Leuten sehr klar machen konnte, dass sie einfach von einer Begeisterung angesteckt waren. 4 Jahre wird er kämpfen. An der Westfront, an der Ostfront. 2 Drittel seiner Regimentskameraden werden auf dem Feld der Ehre fallen. 1918. Der Krieg ist verloren. Der Kaiser geht ins Exil. Seine Lieblingsresidenz, das neue Palais, fortan verwaist. Aber auch ohne ihn, Potsdam bleibt mehrheitlich kaisertreu. Und so wird die alte Residenzstadt nach 1918 zu einem beschaulichen Museumsdorf, in dem man wehmütig von verlorener Größe träumt. Besucherströme durchrauschen die Stadt. Die Potsdamer selbst leben im Windschatten der Weltgeschichte. Die große Politik wird in Berlin betrieben. Die Garnisonkirche ist ein wichtiger Bestandteil der Erinnerung an vermeintlich bessere Tage. Zu meiner Zeit war es so, ich weiß noch, wie die Führung begann. Hier ruht Friedrich der Große und links sein Vater. Also Friedrich der Große wurde dann die zentrale Figur eigentlich. In Berlin übernehmen Ende Januar 1933 die Nationalsozialisten die Macht. Ende Februar brennt der Reichstag. Für die Eröffnung des neu gewählten Parlaments sucht man einen symbolträchtigen Ort und findet Potsdam.
Am 19. März schreibt Propagandaminister Joseph Goebbels: Ich orientiere mich in Potsdam. Bei solchen Staatsfeiern kommt es auf die kleinsten Kleinigkeiten an. Aber stimmt das? Hat Goebbels die Propagandabühne für Hitler in Potsdam bis ins Detail inszeniert? Ein 100-jähriger Zeitzeuge, Wilhelm Stinzing. Wenige Tage vor seinem Tod gab er dieses Interview. Wir hatten das Abitur. Den Tag vorher war das Abitur abgeschlossen. Und am Tag danach bekamen wir dann die Zeugnisse. Und damit war sichergestellt, dass wir auch alle an diesem Tag teilnahmen. Ich habe dort gestanden, mitten unter den vielen, vielen Menschen. Und es war ein Tag der Hoffnung. Man kann sich das heute kaum mehr vorstellen. Und alle Erzählungen über diesen Tag sind einfach falsch, weil niemand sich mehr vorstellen kann, wie es damals war. Und das ist das Eigenartige, wie sich eine Geschichte, die man selber erlebt hat, sehr schnell verändert in der Beurteilung, wenn sich die Zeiten verändert haben und neue Leute das Reden haben. Neue Forschungen und Aufnahmen zeigen den Tag von Potsdam jenseits der NS-Propaganda. Wir haben alle die Hoffnung gehabt, jetzt beginnt etwas Neues. Über 100.000 sind auf den Straßen. Nationale Begeisterung. Endlich trifft Reichspräsident Paul von Hindenburg ein. Großer Bahnhof, obwohl eigentlich nur der neu gewählte Reichstag erstmalig zusammentritt. SA-Leute als Hilfspolizisten. Die KPD ist verboten und die SPD boykottiert diesen Tag. Katholische Reichstagsabgeordnete verlassen nach dem Festgottesdienst die katholische Kirche. Doch wo sind die Katholiken Hitler und Goebbels? Einer der entscheidenden Momente, um zu erklären, dass diese Inszenierungsthese nicht stimmt, sondern eher durch ihr Gegenteil ersetzt werden muss, ist ja die Abwesenheit von Hitler und Goebbels bei der von ihnen selbst veranstalteten Zeremonie, was den Auftakt angeht. Hitler und Goebbels sind vormittags auf einem Friedhof in Berlin. Dort gedenken sie der Märtyrer der Bewegung. Warum macht Hitler das? Warum unterstützt ihn ausgerechnet Goebbels, der doch das Ohr der Massen hat? Weil sie an der nicht geglückten Inszenierung selbst verzweifeln. Die Situation, die Szene ist nicht so, wie sie sich die Bühne hatten aufbauen wollen. Die frierenden Massen in ihrer Wucht in Zehnerreihen gestaffelt, den Durchlass für Hitler und seine Entourage gar nicht zugelassen hat. Tatsächlich verliert er seinen Zylinder und soll darauf mit einem Wutausbruch reagiert haben. Erst gegen Mittag stößt Hitler zur Zeremonie hinzu. Vizekanzler Franz von Papen hatte Hitler für diesen Tag zivil verordnet. Schwarzer Mantel, weißer Schal, nicht brauner Kampfanzug. Bemerkenswert, Aufnahmen in Farbe. Hitler und die Abgeordneten auf dem Weg zur Garnisonkirche. Der Reichspräsident kommt in einer Staatslimousine. In der Garnisonkirche halten Hindenburg und Hitler Ansprachen. Möge der alte Geist dieser Ruhmesstätte auch das heutige Geschlecht beseelen zum Segen eines in sich geeinten, freien, stolzen Deutschlands. Wir heben uns vor Ihnen, Herr Generalfeldmarschall. Heute lässt Sie die Vorsehung Schirmherr sein über die neue Erhebung unseres Volkes. Den Zug aus der Kirche führt der Reichspräsident an. Der Reichskanzler folgt ihm mit gehörigem Abstand. Vor der Kirche machen Fotografen Aufnahmen. Dazu später mehr. Danach artige Verbeugung von Hitler und Göring vor kaiserlichen Generälen und den Söhnen des Kaisers. Veteranen aus den Kriegen von 1866 und 1871 sind die Ehrengäste in der ersten Reihe. Verschnupfte Statisten mit Hakenkreuzfähnchen zeugen längst vergangener preußischer Siege. Dann betritt der Reichspräsident die Ehrentribüne. Hitler im Hintergrund kaum sichtbar. Hindenburg hebt den Marschallstab. Die Parade kann beginnen. Es wird paradiert vor dem Präsidenten und den Generälen der Reichswehr.
Bei dieser Parade ist Hitler anwesend, zumindest im ersten Teil, aber er steht nicht im Vordergrund. Der Vordergrund gebührt dem Generalfeldmarschall, der als kaiserlicher Kriegsherr und in Vertretung seines Kaisers diese Parade abnimmt und damit die Kontinuität der Reichswehr mit dem deutschen Heer, dem kaiserlichen Heer, darstellt. Schließlich marschieren auch Einheiten der SA auf. Für die Reichsregierung mit Hitler an der Spitze ist eine eigene Balustrade aufgebaut, die einen Schritt entfernt ist, ein bisschen zurückgesetzt. Und Hitler, auch wie auch Göring, beschäftigen sich durchaus mit der Parade, auch wenn sie ihr Ende nicht erleben, sondern dann schon nach Berlin aufbrechen. Am Ende ist Hindenburg ganz allein auf seiner Balustrade. Hitler muss auch dort gewesen sein, das haben wir ja nachher in den Zeitungen gelesen. Aber ist eigentlich gar nicht in Erscheinung getreten. Der bejubelt wurde, war Hindenburg. Und zudem hatten alle Vertrauen. Der Tag von Potsdam, keineswegs die große Hitler-Show. Dazu werden die Nazis ihn später stilisieren. Was aber steckt hinter dem Handschlagbild, die Geste der gegenseitigen Anerkennung, der Ritterschlag für Hitler? Aufnahme eines deutschen Fotografen. Und der berühmte Gegenschuss eines New Yorker Fotografen. Schnappschüsse. Wir reduzieren die Ikonografie des Tags von Potsdam aber in der Regel auf jenen servilen Handschlag, in dem sich der barhäuptige Hitler in seinem Kött vor dem statuarisch dastehenden Präsidenten Hindenburg verneigt. Und dieses Bild nimmt man als Höhepunkt der Potsdamer Rührkomödie. NS-Historienmaler machen daraus später staatstragende Gemälde. Die Szene spielt jetzt in der Garnisonkirche. Und die Rollen sind verschoben. Hitler verbeugt sich nicht mehr, sondern tritt Hindenburg aufrecht, auf Augenhöhe, entgegen, vor der Gruft Friedrichs des Großen. Die Wirklichkeit war wohl banaler. Gefunden werden konnte ein Amateurfilm, der zeigt, wie Handschläge an diesem Tag tatsächlich abliefen. Keine großen Momente, sondern flüchtige Augenblicke, Ergebenheitsgesten vor dem greisen Reichspräsidenten. »1939 beginnt der Krieg, den Hitler planmäßig vorbereitet hat. Potsdam ist fern der Front. Hier scheint alles friedlich. Hier fallen keine Bomben. Noch nicht.« 1943. Während anderswo der Krieg tobt und der Völkermord an den Juden im vollen Gange ist, sorgt man sich in Potsdam um zwei Särge. Am 20. März erhält der Potsdamer Standortkommandant den Befehl, die beiden Könige aus der Gruft unverzüglich in Sicherheit zu bringen. Major Kellermann leitet das nächtliche Kommando. Alles streng geheim. Keiner soll wissen, dass die Könige evakuiert werden. Der Zinksarg von Friedrich dem Großen lässt sich nicht bewegen. Eilig wird ein Schweißgerät besorgt. Und der Sarg wird in zwei Teile zerlegt. Dann beginnt die Odyssee. Erst in einen Bunker der Luftwaffe, dann in ein Salzbergwerk nach Thüringen. Das Wegbringen der Sarkophage ist natürlich von Hitler selbst befohlen worden und es war streng geheim, damit die Bevölkerung nicht beunruhigt wird. 1943 schon schien die Möglichkeit zu bestehen, dass Potsdam angegriffen wird und aus der Luft wahrscheinlich dann. Und das sollte natürlich keinesfalls die Öffentlichkeit mitbekommen. Potsdam, Ende 1944. Bislang unbekannte Farbaufnahmen. Der Lustgarten und die intakte Garnisonkirche. Ein letzter Blick. Ein paar Monate danach ausgebrannt. Später eine neue Kirche im alten Turm. Für mich war dieser Turm keine Ruine. Da war Leben drin. Es wurde genutzt, war eine gut ausgebaute Kapelle innen drin. Während ich zu der Kirche, dem Kirchgebäude, keine Beziehung bekommen habe, das war Ruine.
In der DDR soll Potsdam unter neuem Vorzeichen als sozialistische Stadt wieder aufgebaut werden. Im Vordergrund stehen Wohnungsbau, funktionale Bauten und neue Verkehrswege. Historische Gebäude sind Altlasten, die stören beim Aufbau der Zukunft. Ulbricht soll angeblich im Rahmen einer Stadtführung gesagt haben, was hat denn diese Ruine dort zu suchen? Die muss weg, wie alle Kirchenruinen. Und da wurde ihm angeblich entgegnet, dass es aber doch eine besondere architektonisch interessante Höhendominante sei und ein auch als Mahnmal gesehen werden könnte. Und da hat, soll er gesagt haben, das muss weg, das Ding. Und entsprechend haben wir sofort Einspruch erhoben oder Widerspruch eingelegt bei der Bezirksleitung der SED, bei der Oberbürgermeisterin Frau Hanke, und haben unsere Kirchenleitung davon informiert. Und auch die Kirchenleitung in Berlin hat bei der Regierung Einspruch eingelegt. In den Kreisen der Stadtverordnetenversammlung und gegenüber den Einwohnern hat man einfach gesagt, sie stört den sozialistischen Neuaufbau, sie steht der Straße im Weg, sie steht der Infrastruktur, dem Bau neuer Heizleitungen im Weg. Es waren doch mehr oder weniger, ich möchte sagen, aus heutiger Sicht schon fadenscheinige Gründe, die sich darauf beriefen, man müsse an dieser Stelle unbedingt ein Rechenzentrum bauen. Weil wir ja auch uns an alle möglichen Gremien wandten, um den Abriss bzw. die Sprengung zu verhindern, wurde das auch in der Stadtverordnetenversammlung besprochen. Wurde uns also nahegebracht, dass es nur eins gäbe, Abstimmung über Abriss und nichts anderes. Und in dem Moment wusste ich, jetzt musst du aufstehen und musst dich melden zum Worte. Also bin ich aufgestanden und habe so ziemlich aus freier Hand, auch etwas stotternd manchmal, meine Meinung nochmal vorgetragen, dass man sich nicht an dem Bauwerk rächen kann für Dinge, die darin stattgefunden haben. Naja, also ich setze mich wieder hin. Dann kam die Abstimmung. Ich wagte nicht, mich umzuschauen, um nicht da in Verdacht zu kommen. Ich hätte irgendwas organisiert. Die SED bekommt das gewünschte Ergebnis. Außer Gebhard Falk gibt es nur einen weiteren mutigen Abweichler. Ich habe viele Male abgestimmt über Dinge, die ich nicht für besonders gut fand, wo ich gesagt habe, reg dich nicht auf, es passiert sowieso nichts, um solcher Lappalien willen brauchst du dich da nicht in Gefahr bringen. Aber es gab mal irgendeinen Punkt, und das war hier, wo ich gesagt habe, wenn du jetzt nicht sagst, dann bist du nicht mehr du selber, du musst jetzt hier aufstehen. Wir wussten jetzt, an dem Tag wird hier gesprengt. Und ich habe an dem Tag dann mich auf dem Balkon am Platz der Einheit, unseres damaligen unserer Neubauwohnung, begeben mit der Schmalfilmkamera und habe in diese Richtung geguckt, wo der Turm steht. Und meine Frau hat mich von hinten dabei noch fotografiert, als ich auf dem Balkon stehe und filme. Und dann wurde eben gewartet, wann wird es soweit sein. Im Mai 1968 beginnen die Sprengarbeiten, die sich fast 6 Wochen hinziehen werden. Die DDR-Führung will mit diesen Sprengungen auch 233 Jahre preußisch-deutscher Geschichte auslöschen. Festgehalten werden die Sprengungen von der beauftragten Abrissfirma und einigen Filmamateuren.
Am 23. Juni 1968 ist die Garnisonkirche Geschichte. Um zu zeigen, wer Herr im Land ist, war die finale Sprengung des Turms auf einen Sonntag gelegt worden. Man hört ja natürlich zuerst mal den Knall und kann dann auch aufdrücken. Man sieht vorher noch die Kirche. Und dann steigt eben der Qualm auf und irgendwie geht dann das dann doch auch sehr nahe. Ja. Weil man sieht, jetzt ist es vorbei. Jetzt fällt alles zusammen. Ich habe mir die Sprengung nicht angesehen. Also das wollte ich mir nicht antun. Dann muss man sich hineinschicken, so wie es nun mal ist. Und so habe ich keine besonderen Gefühle gehabt, zumal mich mit der Kirche als solcher ja nichts, auch gar nichts verband. Es war schon sicherlich so, dass viele, die jetzt hier auf sich diese Trümmer nun angesehen haben, doch das Gefühl hatten, hier geht jetzt ein Stück von Potsdam wieder verloren. Für immer wahrscheinlich. Aus dem Trümmerberg rettet ein Mitarbeiter des Stadtmuseums, Hartmut Knitter, mit bloßen Händen einige Relikte. Darunter auch ein paar Buchstaben vom Hauptportal. Wundersamerweise ergeben diese Buchstaben sogar einen Sinn. Die Trümmer der Garnisonkirche sind schnell beseitigt. Übrig bleibt eine Brache im Herzen der Stadt. Gefüllt wird diese durch das neue Rechenzentrum des Bezirks Potsdam. Die Zierde des Baus, der Mensch erobert den Weltraum, Mosaike einer vergangenen Zukunft, sozialistischer Fortschrittsglaube. Seit kurzem steht hier auch der Nachbau der Wetterfahne der Garnisonkirche. Viele hoffen auf einen Wiederaufbau der Kirche. Nicht mehr für Könige und Soldaten, sondern als ein Zentrum für Frieden und Versöhnung. Andere lehnen den Wiederaufbau ab. Für sie ist die Garnisonkirche Vergangenheit ohne Zukunft. Die Garnisonkirche ist ein gutes Beispiel dafür, wie man politische Mythen gestalten kann, wie man Geschichte verklären kann, je nach politischer Lage und dem Wunsch, Vergangenheitspolitik zu betreiben. Ich persönlich bin für einen wirklich originalgetreuen Wiederaufbau. Ich bin dafür, dort ein Gotteshaus zu errichten, analog zur Dresdner Frauenkirche. Wenn eine Stadt nicht mehr historisch lesbar ist, sondern eine Erzählung aufpresst und sie vielleicht auch noch künstlich erfindet, dann beginnt sie, Geschichtsfälschung zu betreiben. Das heißt, in meiner Sichtweise, dass wir einen Wiederaufbau der Garnisonkirche durchaus befürworten können und nicht fürchten müssen. Er stellt eine Bereicherung dar, sofern er nicht das jetzt vorhandene Bauensemble völlig zerstört. Und meine Vorstellung der Garnisonkirche ist die, die von einem Rechenzentrum begleitet, benachbart wird. Wenn der Turm wieder steht und die Glocken wieder läuten, dann werden die Menschen sich darüber freuen und sagen, wie schön, dass wir sie wieder haben.